Besser Uri ist sicher der Chronist der Stadt Berlin. Es ist immer etwas Spannendes, was er entdeckt und was er sozusagen mit seiner Malerei inszenieren kann. In diesem Fall ist es ein Gewitterregen und die Sonne hat es nochmal geschafft, Gewitterwolken wegzutreiben. Und das alles hinter dem Brandenburger Tor. Er hat es so in Szene gesetzt, wie eigentlich kein zweites Mal. Er lässt auch die Droschken entlangfahren über den Pariser Platz und als i-Tüpfelchen sozusagen, als Konsequenz dieser ganzen Szene, lässt er eine Dame à la mode 1928 in der Mitte über den nassen Asphalt gehen und er hält sie fest, genau wo sie in der Mitte vom Brandenburger Tor angekommen ist.